Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind die Freekickers und ihr habt es euch alle gewünscht und uns so oft angefragt, ob wir endlich mal Hallenfußballschuhe testen können. Wir haben uns hier jetzt verschiedene Modelle geholt und es ist heute soweit. Wir werden all diese Schuhe testen und euch am Ende des Videos sagen, welches Modell wir euch empfehlen können. Viel Spaß beim Video. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos, denn dort verlosen wir insgesamt 3 Paar Schuhe. Und jetzt legen wir los. In der wichtigsten Kategorie, dem Komfort und der Passform, zeigen sich bereits erste Unterschiede. Der Puma Future und der Adidas Copa Mundial Goal rutschen aufgrund ihrer breiten Passform auf die hinteren Ränge ab, obwohl der Komfort beider Modelle überzeugen kann. Andererseits sind beide Modelle perfekt für breite Füße geeignet. Im Mittelfeld landet der Adidas X19.3, der wegen seiner Zunge einen Abzug beim Komfort kassiert. Der Nike Premier Sala 2 kann komplett überzeugen, ist aber etwas schmal geschnitten und fällt eine halbe Nummer kleiner aus. Anders ist es beim Mizuno Morelia. Diesen sollte man eine Nummer kleiner holen, dafür sitzt er dann perfekt und deshalb gibt es hier die volle Punktzahl. Der Nike Luna Gato 2 gehört zu meinen Favoriten, jedoch hat er im Vergleich zu den anderen Schuhen einen etwas breiteren Vorderfuß. Zu den Siegern zählen der Adidas Copa 20.3, der Nike Vapor 13 und der Puma King Hero, die sowohl beim Komfort als auch bei der Passform überzeugen konnten. Prinzipiell kann man sagen, dass Lederschuhe das beste Ballgefühl bieten. So liegen der Nike Premier Sala 2, der Mizuno Morelia, der Puma King Hero und der Luna Gato 2 auf den vorderen Plätzen. Der Copa 20.3 hat ein etwas dickeres Material und der Mundial Goal bekommt aufgrund der weiten Passform Punktabzüge. Dem Puma Future ergeht es ähnlich wie dem Copa Mundial. Hier verschlechtert sich das Ballgefühl infolge der breiten Passform, außer man hat selbst einen breiten Fuß. Der Phantom Venom vermittelt aufgrund des etwas dicken Materials ein gedämpfteres Ballgefühl, was immer noch gut ist. Im direkten Vergleich reicht es hier jedoch nur für einen Rang auf den hinteren Plätzen. In der zweimonatigen Testphase sind uns keine negativen Abnutzungsspuren aufgefallen. Daher haben wir in dieser Kategorie auch noch den Preis von jedem Schuh bewertet. Die 3 teuersten Modelle sind der Mizuno Morelia, der Nike Vapor 13 und der Adidas Copa Mundial Goal mit 120 bzw. 130 Euro UVP, auch wenn es die Schuhe ab ca. 85 Euro im Internet gibt. Im Mittelfeld mit ca. 80 Euro landen der Nike Premier Sala, der Puma Future, der Adidas X19.3 und der Luna Gato 2. Diese Modelle bieten ein überaus gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die beiden Gewinner und damit die günstigsten Schuhe im Testfeld sind der Adidas Copa 20.3 und der Puma King Hero für 70 Euro UVP. Den Fußballschuh von Puma gibt es bereits ab 42 Euro im Internet, was für einen so guten Schuh ein überragender Preis ist.
Kommen wir nun zum Fazit. Auch wenn kein Schuh in unserem Test durchgefallen ist, gibt es Unterschiede sowohl im Preis als auch in der Performance. Auf dem letzten Platz landet der Adidas Copa Mundial Goal, der aufgrund seiner breiten Form Nachteile beim Lockdown und bei der Passform mitbringt. Auch wenn das gute Ballgefühl überzeugen kann, empfehlen wir den teuersten Schuh im Testfeld nur Spielern mit breiten Füßen. Ähnlich ergeht es dem Puma Future 5.3, der sehr breit ausfällt und mit seinen 353 Gramm der zweitschwerste Schuh im Test ist. Der Komfort und die variable Schnürung können überzeugen, trotzdem reicht es in diesem Testumfeld nur für den vorletzten Platz. Spieler mit breiten Füßen können aber zugreifen. Auf dem 8. Platz landet der Nike Zoom Phantom Venom Pro, der zwar eine sehr enge Passform und einen guten Komfort hat, aber Abzüge bei Ballgefühl aufgrund des etwas dicken Materials kassiert. Zudem ist er mit 110 Euro UVP vergleichsweise teuer. Der Adidas X19.3 landet auf dem 7. Platz. Hier konnte uns der Komfort nicht ganz überzeugen, ansonsten schneidet der Schuh gut ab. Jedoch war die Konkurrenz aus unserer Sicht stärker. Auf dem 6. Platz haben wir den Copa 20.3, der sowohl mit einem guten Komfort und einer engen Passform punkten kann. Zudem ist er mit 70 Euro UVP einer der günstigsten Modelle. Das dicke Material und das damit verbundene indirekte Ballgefühl führen zu Abzügen. Der Mercurial Vapor 13 DS Pro belegt den 5. Platz. Wer einen leichten, komfortablen und engen Fußballschuh sucht, ist hier genau richtig. Das Modell kommt sehr nah an den originalen Vapor 13 ran. Abzüge gibt es nur beim Preis, zudem ist er nicht für breite Füße geeignet. Trotzdem verdient er die Auszeichnung Bester Speedboot im Test. Platz 4 belegt der Nike Premier 2 Sala. Dieser schneidet überall sehr gut ab, fällt aber eng aus. Daher würde ich empfehlen, den Schuh vorher anzuprobieren oder direkt eine halbe Nummer größer zu bestellen. Das Wildleder Upper ist einzigartig im Test und kann auf jeden Fall überzeugen. Auf dem Treppchen landet der Mizuno Morelia. Dieser hat ein exzellentes Obermaterial und bietet ein perfektes Ballgefühl und sehr guten Komfort. Die Dämpfung könnte aber etwas besser sein. Zudem ist er mit UVP 120 Euro einer der teuersten Schuhe im Testfeld. Platz 2 geht an den Nike Lunagato 2. Dieser hat ein sehr gutes Ballgefühl und einen hervorragenden Komfort. Abzüge gibt es für den etwas breiteren Vorderfuß und die rutschige Sohle, die etwas mehr Grip vertragen könnte. Somit geht der erste Platz an den Puma King Hero. Zwar schneidet er bei der Performance etwas schlechter ab als die zweit- und drittplatzierten Modelle von Nike und Mizuno, punktet aber dafür beim Preis und einem sehr guten Ledermaterial. Zudem ist er sowohl für normale als auch leicht breite Füße geeignet. Trotz des hohen Gewichts von 358 Gramm ein verdienter Sieger. Kommen wir nun zum Gewinnspiel. Ihr könnt insgesamt 3 Fußballschuhe gewinnen. Bewertet das Video, schreibt euren Lieblingsschuh, eure Größe und euren Instagram-Namen in die Kommentare. Wir werden dann 3 glückliche Gewinner auslosen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, hoffe euch hat das Video gefallen, bleibt wie immer sportlich und bis zum nächsten Mal. Was versteht denn der oder Flachschießen?